Kommen wir zu Super Mario, Idefix oder Pikachu, denn auch zu Hause haben Sie bestimmt ja so einen kleinen Helden, den Sie in Ihrer Kindheit oder in der Jugend gefeiert haben. Und in diesem Themengebiet kennen wir uns schon viel besser aus. So sieht's nämlich aus. Jetzt ist es nämlich auch noch so, dass diese Comic-Lieblinge eine Art Modetrend sind. Der Trend eigentlich, wenn man unserer Stylistin Annika Müller glaubt. Und die zeigt uns vor allem jetzt, wie Frauen und Männer mit der Comic-Mode sich richtig cool stylen. Das ist wieder unser Thema. Die Mode hat wieder neue Lieblinge. Kennen Sie den hier noch? Oder den hier? Oder den? Die fröhlichsten Trendfiguren des Frühlings sind die Helden unserer Kindheit. Wie immer präsentiert von unseren Models Olga und Martin. Und los geht's. Der Klassiker unter den Comic-Kleidungsstücken ist das Fan-T-Shirt. Das Konterfei des persönlichen Comic-Lieblingsstars groß auf der Front. In Olgas Fall ist das Idefix. Genau, das ist der kleine pfiffige Hund von Obelix. Den konnte ich auch immer gut leiden. Aber Obacht! In Kombination mit der allseits beliebten Jogginghose wirkt so ein T-Shirt schnell zu kindlich. Also das sieht dann immer auch ein bisschen nach improvisiertem Schlafanzug aus. Bringen wir aber ein bisschen Modeschärfe ins Spiel, wie zum Beispiel durch so einen Minirock in Lackleder oder bunte Blockabsatzsandalen, dann wird da ein cooler Fashion-Look draus. Dieser Trend ist übrigens Unisex. Also auch die Männer dürfen ihre Zeichentricklieblinge modisch zelebrieren. Pikachu! Nee, Martin. Der Star aus Pokémon, jetzt auf der Männerbrust. Mit einer Stoffhose wie zum Beispiel einer lässigen Chino wirkt der Look auch nicht zu albern. Obenrum niedlich. Untenrum erwachsen. Sexy and I know it. Mein persönliches Comic-Lieblingsstück ist diese praktische Wendeweste. Damit kann man nämlich ganz fix viel Spaß und vor allem viel Farbe in dunkle Outfits bringen. Hands up for your colors. Und wenn man mal keine Lust auf Comic hat, dreht man die Weste einfach um. Boy, turn me inside out and round and round. Apropos viel Farbe. Ich weiß, die wenigsten Männer da draußen bevorzugen einen Paradiesvogelauftritt. Aber hey, vielleicht macht er mal für euren guten Bro Super Mario eine modische Ausnahme. Ja krass, Paradiesvogel trifft's wirklich. Das ist jetzt mal ein Zweiteiler für alle Männer, denen klassische Anzüge stets zu spießig sind und die mal wieder Zeit mit ihren alten Freunden verbringen wollen. Was für ein geiler Anzug. Mario, Bowser. Ja, Martin, wir haben's verstanden. Super Mario ist voll dein Ding. Und nicht nur unsere Models, nein, auch die Promis und Influencer tragen die Helden unserer Kindheit spazieren. Ja, bei diesem Trend geht wirklich keiner leer aus. Wem zu so einem auffälligen Outfit der Modemut fehlt, der greift einfach zu Accessoires mit Comic-Charakter. Nice, Socken gehen ja immer. Accessoires sind dezenter, bringen aber sofort ein witziges Augenzwinkern in jedes langweilige Alltagsoutfit. Oh, cherry, oh, cherry, oh, baby. Wichtiger Hinweis, Taschen in kleinen Formaten mit Comic-Motiven wirken schnell so, als hätte man die an der Garderobe von einem Kindergarten geklaut. Große Taschen wirken bei diesem Trend sehr viel stylischer. Und Regentage wirken gleich viel weniger trist, wenn Mickey Maus um einen herumtanzt. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling. Also Olga und Martin, wie findet ihr den Trend? Super. Yeah. Mickey Maus und Co. erinnern uns an eine sorgenfreie Zeit voller Spaß. Und das tut uns gut. Humor entspannt uns. Zum Vergleich, Kinder lachen bis zu 400 Mal am Tag, Erwachsene schaffen selten 15 Mal. Also, bitte mal öfter lächeln. Oder wie Mickey Maus sagen würde, sing cheese!